Sehr geehrte Damen und Herren, ich eröffne die 17. Sitzung des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung mit einem einzigen Tagesordnungspunkt, nämlich wir führen heute ein öffentliches Fachgespräch zum Thema nachhaltige Kleidung. Ich begrüße alle Anwesenden und die per Video zugeschalteten Mitglieder des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung. Ganz herzlich begrüßen darf ich auch unsere beiden geladenen Sachverständigen. Zugeschaltet per WebEx haben wir Frau Dr. Antje von Dewitz. Und ich bitte mal kurz um eine Äußerung, dass wir Sie hören können. Frau von Dewitz, sind Sie an Bord digital? Okay, dann. Da ist sie. Frau Dr. von Dewitz? Also falls man mich hören kann, ich höre leider nichts. Ah, okay, jetzt können wir Sie hören. Also, aber wenn Sie uns nicht hören, ist auch schlecht. Test, Test. Dann bin ich ja beruhigt. Okay, können Sie uns jetzt hören? Okay, können die uns hören? Hallo, hallo. Gute Frage. Können Sie mit ihr per Chat das Problem lösen? Wir hören nichts. Okay. Unsere, wir klären das mal so nebenbei. Wir versuchen es jedenfalls. Frage ist noch mehr. Aha. Ich darf zu meiner Rechten unsere zweite Sachverständige trotzdem schon begrüßen, Frau Viola Wohlgemuth. Von Ihnen beiden erhoffen wir uns einen wertvollen Input zum Thema und sind schon sehr gespannt. So, jetzt hören wir da mehr. Okay. Dann warten wir den kleinen Moment noch. Also ich denke, wir warten jetzt noch den Moment, denn wenn wir akustisch immer wieder Zwischengeräusche haben, hilft es auch niemandem weiter. Insofern versuchen wir das noch mal zu klären jetzt. Ich habe jetzt bei Frau Ganserer angerufen. Die sitzt in der Sitzung. Ja. Okay. Ist dann dran gegangen. Und die sagt jetzt Bescheid. In der Sitzung vorher hat das gut funktioniert? Das kann, also das wird sicher gleich behoben werden. Ich bin die Mitarbeiterin von Frau Ganserer, die ich hier aus dem Off spreche. Ah, ja, schalte mich mal wieder stumm. Vielen Dank. Okay. Gerne. Danke für den Hinweis. Die hören ah, uns sehen Sie? Nicht. Jetzt wird es angekündigt. Das müsste jetzt der Hinweis sein. Genau. Die Frau Popp hat mich gerade angerufen, die im Zoom oder im Videochat hören uns nicht. Auch die Frau Dewitz hört uns nicht. Die haben das schon wohl im Chat so geschrieben. Das heißt, alle digitalen Teilnehmer hören uns nicht. Ja, bitte. Und wenn man die Sitzung nochmal komplett schließt, nochmal neu beginnt. Es war gerade was zu hören. Also wir würden jetzt einfach die Sitzung einfach mal neu schließen und neu starten. Jetzt geht's. Und dann würde ich jetzt geht's. Ja, Sie hören mich ja über mein Mikro, über mein PC-Mikro. Dann okay, bis gleich. Das heißt, wir fliegen jetzt alle nochmal raus.
War jetzt mein Eindruck. So, dann mache ich mal einen Versuch. Wir haben jetzt schon, wir haben das Verfahren, das Online-Meeting neu gestartet. Ich sehe schon einige Online-Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich frage mal in Richtung Frau Dr. von Dewitz, die ich hier schon mit Namen sehe. Können Sie mich hören? Das Meeting wird aufgezeichnet. Also jetzt klappt's, ja? Okay, das ist ja super. Ja, ich habe gerade eben alle begrüßt. Ich wiederhole das nicht nochmal, aber ein herzliches Willkommen vor allen Dingen unseren beiden Sachverständigen, die ich gleich noch etwas näher vorstellen werde und die uns mit ihrer Sachkunde heute für das Gespräch zur Verfügung stehen. Ich freue mich auch, dass die interessierte Öffentlichkeit hier im Sitzungssaal des Paul-Löbe-Hauses anwesend sein kann, die ich auch herzlich begrüße. Und wir haben auch eine Live-Übertragung. Dazu sage ich gleich noch zwei Sätze. Ich will zunächst unsere beiden Sachverständigen vorstellen, in alphabetischer Reihenfolge. Zunächst Frau Dr. Antje von Dewitz. Sie ist seit 2021 im Vorstand des Bundesverbandes Nachhaltige Wirtschaft e.V. Die Outdoor-Marke VD ist seit 2018 Mitglied im Bundesverband. Frau von Dewitz, Themenschwerpunkte im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft sind Lieferketten, Fair Fashion, Gemeinwohlökonomie und Hashtag Bleiberecht für alle. Frau Dr. Antje von Dewitz ist Geschäftsführerin der nachhaltigen Outdoor-Marke VD in Tettnang. Nach ihrem Studium der Wirtschafts- und Kulturraumstudien an der Universität Passau war sie bei VD zunächst als Produktmanagerin, später als Verantwortliche für die Kommunikation tätig. Von 2002 bis 2005 promovierte und arbeitete sie am Stiftungslehrstuhl Entrepreneurship der Universität Hohenheim. 2005 wurde sie Marketingleiterin bei VD und übernahm 2009 die Geschäftsführung von ihrem Vater und VD-Gründer Albrecht von Dewitz. Als Geschäftsführerin hat sie VD zu einem nachhaltigen Unternehmen transformiert. Antje von Dewitz setzt sich engagiert für ökologische und soziale Verantwortung in den globalen Lieferketten ein, auch auf nationaler und internationaler Ebene. Sie plädiert dafür, dass Unternehmen auch Verantwortung für Mensch und Natur übernehmen und unternehmerischer Erfolg nicht nur am Finanzgewinn, sondern auch am Beitrag zum Gemeinwohl gemessen wird. Ein nachhaltig ausgerichtetes Unternehmen kann, wie die Praxis zeigt, auch wirtschaftlich sehr erfolgreich sein. Herzlich willkommen, Frau von Dewitz.
Nun komme ich zu Frau Viola Wohlgemuth, hier zu meiner Rechten. Frau Wohlgemuth, approbierte Apothekerin, arbeitet seit 2018 bei Greenpeace Deutschland e.V. als Konsumexpertin mit den Schwerpunkten Ressourcenschutz, Plastikmüll und internationale Lieferketten. Sie war von 2011 bis 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitskreis Pharmazeutische Biologie und Biotechnologie von Professor Dr. Shuming Li an der Philipps-Universität Marburg, an der sie auch promoviert. Frau Wohlgemuth steht unter anderem hinter der Greenpeace-Textilkampagne Detox für eine giftfreie Produktion von Kleidung, ob Fashion oder Plastik. Ihr Credo lautet: Weniger ist mehr. So kämpft sie für einen Bewusstseinswandel bei Konsumentinnen und Konsumenten. Auch Ihnen, Frau Wohlgemuth, ein herzliches Willkommen. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, gibt es noch einige organisatorische Hinweise. Frau Wohlgemuth hat zur Vorbereitung auf das Gespräch zwei Papiere übersandt, welche als Ausschuss Drucksachen 2026-24-1 und 2026-24-2 an die Beiratsmitglieder verteilt und auf der Homepage des Beirats veröffentlicht wurden. Die PowerPoint-Präsentation von Frau von Dewitz und Frau Wohlgemuth zur heutigen Sitzung werden wir im Nachgang zur Sitzung als Ausschuss Drucksachen verteilen. Die Mitglieder des PBNE haben beschlossen, dass das heutige Gespräch im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Die Sitzung wird live auf Kanal 2 übertragen und später in der Mediathek und dann auch auf der Website des Beirats eingestellt. Beide Sachverständige haben sich mit der Übertragung einverstanden erklärt. Von unserem heutigen Fachgespräch wird zudem ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Sitzung zur Erstellung des Protokolls mitgeschnitten. Für das Eingangsstatement haben wir den Sachverständigen jeweils ein Zeitfenster von 10 Minuten eingeräumt, jedenfalls so ungefähr, dass ich Sie bitte, möglichst einzuhalten. Hieran werden sich dann eine oder mehrere Fragerunden anschließen. Es ist vorgesehen, dass Sie die Fragen im Anschluss an die Fragerunde gemeinsam beantworten können. Gegen 19.15 Uhr, / bis 19.20 Uhr, würde ich diese öffentliche Sitzung dann gerne beenden. Die Mitglieder des Parlamentarischen Beirates werden sich dann anschließend noch für eine nicht öffentliche Sitzung ebenfalls in diesem Sitzungsformat mit den gleichen Zugangsdaten zusammenfinden. Widerspruch dazu sehe ich nicht. Dann verfahren wir so. Unsere beiden Sachverständigen haben sich im Vorhinein ein wenig über die Reihenfolge verständigt und sie sind übereingekommen, dass es am besten für uns Teilnehmende sei, wenn Frau Wohlgemuth den Aufschlag macht. Deswegen, sehr geehrte Frau Wohlgemuth, bitte legen Sie los. Wir freuen uns. Dann einen schönen Abend und ich würde einmal starten und ich habe uns zum Einstieg in dieses Themenfeld vor allem noch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Ich glaube, er will noch nicht. Ich kann aber ansonsten hier auch weitermachen. Ich glaube, er überträgt ihn noch nicht. Okay, alles gut. Dann einmal zum Einstieg ein paar Zahlen, um sich einfach dem Themenfeld mal etwas zu nähern und noch einmal klarzumachen, dass wir hier nicht über ein kleines kosmetisches Problem reden bei der Textilindustrie, sondern hier haben wir ein großes Umwelt- und Menschenrechtsproblem. Sie kennen einfach wahrscheinlich mehrere von den Zahlen, dass wir über 10% der globalen Treibhausgase jetzt schon aus der Textilindustrie haben, aber andere Zahlen sind weniger geläufig. So sind es jetzt schon 35% des Eintrages von Mikroplastik weltweit in unsere Meere, die durch das Waschen und das Produzieren von Textilien hervorgerufen werden. Wir wissen, dass über 25% der Textilien gar nicht erst in den Verkauf kommen. Das führt dazu, dass weniger als 1% der Textilien weltweit überhaupt recycelt werden. Insgesamt wird davon, und das sind noch sehr konservative Schätzungen, davon ausgegangen, dass jede Sekunde eine Wagenladung voller Textilien verbrannt wird oder auf internationalen Mülldeponien landet und am Ende nichts anderes als Sondermüll ist.
Das Ganze, sehen wir auch links nochmal, startet eigentlich mit der Ölindustrie, denn 70% der Textilien, die wir gerade tragen, die wir sehen, bestehen aus synthetischen Fasern. Das Hauptproblem, was wir in den letzten Jahren auch in den Medien immer stärker gesehen haben, sind natürlich gerade die Menschenrechts- und Umweltprobleme, die wir in den Produktionsländern des globalen Südens sehen. Gerade die Chemikalienmanagement, die am Anfang dieser Produktionsketten stehen. Wir wissen, dass bis zu 3500 verschiedene Chemikalien, viele davon umwelt- und gesundheitsschädlich, in der Textilbranche, in der Textilindustrie eingesetzt werden. Damit ist sie eine der größten Süßwasserverschmutzer weltweit. Es wird davon ausgegangen, dass selbst bei Einhaltung von bestehenden Gesetzen, gerade in Südostasien, Umweltverschmutzung nicht bekämpft werden kann und auch nicht bekämpft wird. Deswegen hat Greenpeace 2011 mit der Detox My Fashion Kampagne genau hier auch gestartet und 80 internationale Brands genau zu diesem Umbruch aufgefordert. Das bedeutet ganz klar, Verantwortung für das Chemikalieneintrag durch die Lieferketten zu übernehmen. Das bedeutet, die Vision eines Detox to Zero Ziels zu erfüllen. Das bedeutet ganz konkret also keine Einleitung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien entlang der kompletten Lieferkette und eben auch, und das ist ganz konkret, das Right to Know. Das bedeutet eine transparente Umsetzung dieser Veränderung, eine transparente Umsetzung im Chemikalienmanagement, das Ganze kombiniert mit einer erweiterten Herstellerverantwortung. Ich habe das hier noch einmal mitgebracht, weil wir sehen, dass das Grundprinzip von REACH, was wir im Moment haben, geändert werden muss. Das Grundelement der Detox-Kampagne ist der Clean Factory-Ansatz. Unabhängig zu dem, wie wir es im Moment in REACH sehen, reicht es uns nicht, dass wir am Ende ein Textil in Europa so lange gewaschen haben, bis es hier den Grenzwerten entspricht. Etwas, was hier krebserregend ist, ist es auch in Bangladesch, ist es auch in Indien. So etwas darf gar nicht erst in den Umlauf gebracht werden. Deswegen ist das Grundprinzip der Detox-Kampagne der Clean Factory-Ansatz. Das bedeutet, die 11 gefährlichsten Chemikaliengruppen dürfen gar nicht mehr eingesetzt werden. Das Ganze wird natürlich kontrolliert, indem wir Abwassertests haben, indem wir auch den Schlamm am Ende, den Klärschlamm bewerten, indem der analysiert wird. Und wenn hier noch Chemikalien gefunden werden, es dann eben einen Rückkopplungsmechanismus gibt, um die Entgiftung von Anfang an voranzubringen. Das sehen wir, deswegen habe ich das mitgebracht hier nochmal im Report Destination Zero. Diese 80 Firmen haben gezeigt, es geht, man kann entgiften und das entlang der gesamten Lieferkette. Das bringe ich deshalb mit. Ich glaube, jetzt ist ein zu weit gegangen. Oh, dann fehlt einer, aber das ist gar kein Problem. Das haben wir deshalb mitgebracht, weil wir in Deutschland jetzt ein Lieferkettengesetz haben, was genau diese Möglichkeiten eigentlich zeigen sollte und es aber nicht umsetzt. Was wir nämlich sehen, ist diese Entgiftung. Diese Entgiftung schaffen wir nur per Gesetz. Firmen werden es nicht einfach nur aus Selbstverpflichtung schaffen. Wir haben nämlich, während wir hier reden, während wir glauben, dass in den letzten Jahren so viel passiert ist, eine Entwicklung fernab der Öffentlichkeit, zumindest der Zivilgesellschaft, die etwas kritischer darauf guckt, und auch fernab von den Kontrollen der Behörden, in dem Fast Fashion zu Ultra Fast Fashion mutiert ist. Wenn wir bei H&M und bei Zara mittlerweile eine Unterkollektion pro Woche sehen, sehen wir bei den neuen Online-Giganten Shein, der größte Produzent von Textilien online weltweit, mittlerweile 6.000 bis 9.000 neue Designs, die auf den Markt kommen, täglich. Der Verkauf läuft mittlerweile komplett online an den Behörden, an den Kontrollen vorbei, in die Kinderzimmer der Europäerinnen. Zielgruppen sind ab 9 Jahre. Ja. Das bedeutet, dass wir in den letzten Wochen einige dieser Textilien nur untersucht haben und festgestellt haben, dass über 15% dieser Textilien oberhalb der REACH-Normen der EU liegen. Also stellenweise werden diese über das 100-fache überschritten. In einem Schuh waren es über 650-fach höhere Werte, als in Europa zugelassen sind. Komplett an den Kontrollen vorbei. Es wird nichts passieren. Hier sieht man einmal noch mal in dem Bild, wo mittlerweile Zara 3 Wochen braucht für die Herstellung. Shein macht das in 3 bis 7 Tagen. Und am Ende ist es in den deutschen, in den europäischen Kinderzimmern. Was wir also brauchen, ist ganz klar, die europäische REACH-Verordnung, das europäische Chemikalienmanagement muss überarbeitet werden. Und zwar brauchen Bürgerinnen, braucht die Zivilgesellschaft eine Möglichkeit, die zuständigen Behörden zu alarmieren, wenn Beweise vorliegen, dass eben besorgniserregende Situationen bei Nichteinhaltung der Vorschriften aufgedeckt werden. Es muss klar sein, dass endlich strenge Sanktionen verhangen werden, wenn diese EU-REACH-Norm nicht eingehalten werden, was im Moment nicht der Fall ist. Wir brauchen eine Ermöglichung eines Schnellverfahrens für die EU-Institutionen und Staaten, um eben ganze Gruppen von Chemikalien aus Konsumgütern und aus gewerblichen Produkten zu verbannen.
lernen. Im Moment stehen wir da, dass wir eine Chemikalie nach der anderen angucken. Das ist wirklich absurd aus chemischem Verständnis, aus pharmazeutischem Verständnis. Sie müssen als Gruppen eliminiert werden hier. Und wir brauchen ganz klar ein Verbot der Ausfuhr von Chemikalien aus Europa, wenn deren Verwendung eh schon in Europa verboten ist. Denn am Ende landen sie wieder bei uns. Das bedeutet für uns ganz klar, deswegen habe ich dieses Beispiel noch mal mitgebracht, diese Firmen haben gezeigt, die Lieferketten können der Gamechanger sein, wenn wir hier reingehen. Die Firmen haben gezeigt, dass sie, wie man hier sieht auf der Detox-Live-Karte, ihre Daten, ihre Lieferketten offenlegen können, dass sie wissen, wo produziert wird, dass sie klar vorlegen können und das auch der Öffentlichkeit vorlegen können, wie die Abwasserdaten vor Ort sind. Und was wir gerade sehen, unser Lieferkettengesetz ist ein Papiertiger, denn unser Lieferkettengesetz fordert das nicht ein. Und genau das bräuchten wir. Wer mehr Informationen haben will, hier unser Report nochmal, der das ganz genau darlegt. Ich glaube, jetzt hakt noch einmal die Technik, aber wir versuchen es manuell. Wir bleiben bei den Lieferketten, denn das ist definitiv ein Learning aus dieser ganzen Kampagne und der Bewegung. Wir können ansonsten auch auf das Papier umsteigen. Jetzt ist es ja schon mal ausgedruckt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Während er lädt, ansonsten, nee, ich habe auch nicht gesagt, dass es ausgedruckt werden sollte. Deswegen habe ich auch weniger Material etwa zur Verfügung gestellt. Aber wie Sie sehen, sind die ganzen Links drin und man kann es sehr gerne auch nachlesen. Was wir nämlich gesehen haben durch diese Kampagne, dass die Lieferketten einfach der Gamechanger sein können. Denn 85% der Treibhausgase der Textilindustrie und der Umweltschäden, die hier verursacht werden, bleiben in den Ländern, in den Produktionsländern, also gerade in Südostasien. Das ist Indien, das ist China, das ist auch die Türkei. Das bedeutet also, wenn wir etwas verändern wollen, wenn wir Treibhausgase hier reduzieren wollen, dann müssen wir genau dort ansetzen. Man sieht in der Studie, die Sie jetzt gerade online nicht sehen, aber Sie hier im Raum vor sich liegen haben, dass eben gerade bei den Nassprozessen in Südostasien der größte Teil dieser Treibhausgase und der Umweltschäden verursacht werden. Und das bedeutet, genau hier muss auch angesetzt werden. Und wie Sie auf der nächsten Folie sehen würden, zeigt es uns ganz klar, dass wir jetzt mit dem EU-Lieferkettengesetz die Möglichkeit haben, hier reinzugehen. Das bedeutet, und das ist gerade die Anforderung an unsere Bundesregierung, dass wir die klimabezogenen Sorgfaltspflichten sanktionierbar in das EU-Lieferkettengesetz integrieren müssen. Das war der Vorschlag der EU-Kommission. Das wird gerade von der deutschen Bundesregierung boykottiert, indem diese Sanktionierbarkeit herausgenommen wird. Das darf nicht sein, weil wir sehen jetzt schon, dass wir eigentlich mit weniger als 10 Euro pro Tonne CO2 70% der Treibhausgase einsparen würden. Das würde am Ende nur 1 Euro pro Jeans ausmachen, wenn wir hier etwas verändern. Das bedeutet also, die Lieferketten, das Lieferkettengesetz ist für uns ein absoluter Gamechanger in diesem Bereich. Wollen wir noch mal gucken, ob wir es für die Kolleginnen, die online zugucken, noch mal. Ich kann sonst auch durchklicken, das wäre kein Problem. Heute will alles nicht. Ach, jetzt kommt er. Noch mal zurück. Soll ich? Ja. Hier hatten wir noch mal die Bilder ganz konkret, wo wir einfach noch mal nachlesen können, wo die Treibhausgasemissionen eben in den Lieferketten entstehen und warum wir auch so viele Möglichkeiten der Veränderung haben, wenn wir eben hier eingreifen. Das heißt, weniger produzieren und sauber produzieren. Hier sehen wir noch mal die Zahl, wie gesagt, 1 Euro mehr pro Jeans und wir wären in der Lage, 70% der Treibhausgase vor Ort anzugehen. Denn die Verstromung vor Ort passiert mit Braunkohlestrom. Wir brauchen hier uns keine Gedanken machen, wenn wir dann am Ende unsere Konsumgüter in Südostasien produzieren lassen und hier am Ende ein T-Shirt nur 1,7 Mal tragen, bis wir es wegschmeißen. Das sind unsere Emissionen, die da entstehen. Und wenn wir uns das Ganze angucken, die Textilindustrie an sich ist als Geschäftsmodell linear und so, wie sie gerade stattfindet, an sich eine Alltagskatastrophe. Denn wie sie gerade stattfindet, ist, dass wir endliche Ressourcen mit
mit endlichen Energien und sehr viel Chemikalien eigentlich in toxische Einwegprodukte verwandeln, von denen dann nach kurzer Tragezeit, so ein Partytop in Deutschland, 1,7 Mal, bis es weggeschmissen wird, am Ende Berge von Müll entstehen, der nicht recycelfähig ist. Ein Großteil der Textilien besteht aus synthetischen Fasern, ist niemals recycelfähig, belastet mit Chemikalien und wird dann wieder exportiert in andere Länder des globalen Südens, hauptsächlich nach Afrika. Das heißt, dieses ganze Modell muss in Frage gestellt werden. Wenn wir von, ja, wenn wir von Fashion reden, reden wir eigentlich von Fossil Fashion. 70% der Textilien bestehen aus synthetischen Fasern. Das bedeutet Erdöl, das bedeutet Gas. Wir haben im Sommer erst wieder nachgewiesen, dass überproduzierte, neuwertige Ware von den großen Händlern, auch deutschen Firmen, zum Beispiel hier in Kambodscha einfach verbrannt wird. Das bedeutet mit extremen Umwelt- und vor allem Risiko der Gesundheit, also mit großem Risiko, Gesundheitsrisiko der ArbeiterInnen vor Ort, die dann einfach auch diesen Gasen, diesen Rauch ausgesetzt sind. Ich war selber in Kenia vor Ort im März, im April, habe Unmengen deutschen Textilmüll dort gesehen. Bis zu 40% der sogenannten Secondhand-Ware aus Europa, aus Deutschland, ist am Ende nichts anderes als ein illegaler Müllexport, der hier stattfindet. An diesem Nairobi River, den Sie sehen, alles ist verlinkt, haben wir ganze meterweise Textilien, die aufeinander gestapelt sind. Dinge, die niemals recycelfähig sind, die einfach nichts anderes als Plastikmüll ist. Und deswegen ist unsere Forderung ganz klar, wir brauchen eigentlich ein übergeordnetes Ressourcenschutzgesetz. Wir brauchen eine grundsätzliche Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und dem muss sich auch die Textilindustrie unterordnen. Das bedeutet ganz klar, wir brauchen eigentlich eine Reduktion von den 17 bis 19 Tonnen Rohstoffe, die wir pro Person in Deutschland gerade verwenden, auf maximal 6 Tonnen pro Jahr. Und das bedeutet einen radikalen Umbau der Textilindustrie. Jetzt hakt er wieder. Ich glaube, 5 oder 6 macht er immer, danach will er wieder nicht. Wir starten nochmal neu, daran soll es nicht scheitern. Dann schaffen wir das doch. Und das umgerechnet auf die Textilindustrie bedeutet einfach ganz klar, Textilhändler müssen zu Textildienstleistern werden. Es muss klar sein, dass ab 2035 nur noch 40% der Textilien neu gekauft und neu produziert werden und 60% durch die Alternativen wie Secondhand, Leihen, Teilen, Tauschen, Reparatur gedeckt werden müssen. Und das bedeutet für die Politik, dass wir eine Rahmengesetzgebung brauchen, die das Ganze ermöglicht. Bis 2030 sollten 10% der deutschen Verkaufsflächen der deutschen Innenstädte für die Alternativen zum Neukauf bereitgestellt werden. Denn die Menschen nutzen die Alternativen, die Menschen wollen die Alternativen. Es fehlen aber die Rahmengesetzgebungen, es fehlen die Alternativen in ihrem Alltag. Was wir gerade erleben, hier ein Bild aus Kenia, Nachhaltigkeit wird auf das Conscious Label von H&M geklebt. Die Realität sieht so aus, die Textilien landen da, die werden verbrannt. Was wir nämlich gerade sehen hier von unserem letzten Report, einmal rechts ist vielleicht etwas kryptisch, aber wenn man sich etwas näher anguckt, das ist eigentlich der Kreis, wo wir hin müssten. Wir haben links in dunkel gezeigt in diesem Kreis die Kreislauffähigkeit, in die sich Businessmodelle der Textilindustrie verändern müssen. Wir haben in hell unten Entschleunigung der Stoffkreisläufe, die wir gerade haben in der Textilindustrie. Und wenn man oben das rausgezoomte Kreis sieht, sieht man die Entwicklung, die die Textilindustrie gerade in ihrer Nachhaltigkeit nimmt. Das bedeutet ausschließlich in dem Bereich der Nachhaltigkeit und viel zu wenig. Den Kreis müssten wir eigentlich ausfüllen. Und was wir dort sehen, sind eben Elemente von Einsatz recycelter Materialien. Und das war es aber. Und wenn wir links einmal sehen aus unserem Report, die Realität sieht so aus, dass gerade mal 3% der Textilien, die jetzt auf dem Markt sind, recyceltes Material enthalten. Und davon ist der Großteil eben aus PET-Flaschen. Das heißt, aus dem einzigen Plastikkreislauf, der im Kreislauf wirklich funktioniert, lebensmittelechte PET-Flaschen, entziehen wir sie, machen damit Greenwashing für die Textilindustrie und neues Rohöl wird gewonnen, um weiter neue Flaschen zu produzieren. Gerade mal 1% der Textilien werden aus alten Textilien recycelt. Es gibt praktisch keine Branche nach der vielleicht Baubranche, die so weit von der Kreislaufwirtschaft entfernt ist wie die Textilindustrie. Und etwas Erfreuliches zum Abschluss für Sie. Die Alternativen sind eigentlich da. Die Alternativen müssen zum neuen Normal werden. Und die Bevölkerung nimmt diese Alternativen an. Es fehlen die Angebote, es fehlt die Rahmengesetzgebung, um sie umzusetzen. Die letzten Greenpeace-Umfragen haben ergeben, dass wir 340 Millionen weniger neue Kleidungsstücke in deutschen Kleiderschränken haben, weil Menschen weniger einkaufen. Diese Umfrage hat ergeben, dass das erste Mal Nachhaltigkeit wichtigere Kaufentscheidung ist als der Preis. Gerade junge Frauen, denen eigentlich als
Betreiber der Fast-Fashion-Industrie hier die Hauptschuld gegeben werden, haben 20% weniger Textilien in 2022 als 2017 gekauft. Und über 45% der Befragten kaufen schon Secondhand. Es wird also zum neuen Normal. Über 38% gerade der jungen Frauen haben schon mal ein Textil ausgeliehen. Das bedeutet nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch von professionellen Anbietern. Die Alternativen werden genutzt. Was fehlt, ist die Rahmengesetzgebung. Was fehlt, sind eben genau diese Angebote. Hier etwas im Kleinen, man kann es sich aber noch mal im Detail angucken. Einfach die ganz klaren Forderungen der Bevölkerung auch an die Regierung, an Sie alle, an das Parlament, die eben sagen, über 70% fordern, es dürfen keine neuwertigen Retouren, es dürfen keine Textilien mehr zerstört werden. Sie fordern Reparaturmöglichkeiten und sie sagen auch ganz klar, sie würden mehr reparieren, sie würden die Alternative nutzen, wenn die Angebote vorhanden wären. Und genau das fehlt. Deswegen auch auf begrenzter Zeit und dann lieber auf Nachfrage. Unsere Empfehlungen an die Politik, die EU-Textilstrategie, die gerade entwickelt wurde, die gerade das erste Mal überhaupt definiert wurde, muss in nationales Recht umgesetzt werden. Wir stehen hinter dieser Vision, dass wir bis 2030, wie es jetzt formuliert wurde, in der EU alle Textilerzeugnisse, die auf den Markt kommen, langlebig und recycelbar sehen wollen. Das heißt, es muss klar sein, dass sie zum großen Teil aus recycelten Fasern bestehen und dass sie vor allem frei von gefährlichen Stoffen sind und das Ganze unter Beachtung der sozialen Rechte und der Umwelt. Was noch nicht drin ist und was ergänzt werden muss, ist ganz klar, dass wir dafür eine verbindliche Anforderung an Haltbarkeit, Recycelfähigkeit, Reparatur und Wiederverwendung haben müssen. Das ist im Moment nicht der Fall. Es muss klar sein, dass wir eine erweiterte Herstellerverantwortung für diese Produkte haben. Es reicht also nicht, sie einmal auf den Markt zu schmeißen und nach mir die Sinnflut, sondern es muss Verantwortung für sie übernommen werden. Wir brauchen einen digitalen Produktpass. Das heißt, wenn am Ende ein Textil im Altkleidercontainer landet, muss ich überhaupt in der Lage sein zu sehen, aus was es hergestellt wurde, damit es überhaupt ins Recycling gehen kann. Und wir brauchen eine Strategie zur Entgiftung der textilen Lieferkette. Denn unabhängig von den Firmen, die dem Detox-Commitment von Greenpeace gefolgt haben, sehen wir, dass nicht mal die EU-Normen eingehalten werden. Und wir brauchen einen Ausstieg aus synthetischen Fasern. Denn wie wir am Anfang ja schon gehört haben, 35% des Mikroplastikeintrags, den wir jetzt schon haben, kommt aus der Textilindustrie. Die Textilindustrie basiert auf der Ölindustrie. Und das muss geändert werden. Vielen Dank, Frau Wohlgemuth, auch dass Sie mit unseren technischen Schwierigkeiten so hervorragend klargekommen sind. Wir machen ja nach dem zweiten Impuls die erste Fragerunde. Da bitte ich alle um etwas Geduld. Und wir haben online zugeschaltet Frau von Dewitz. Und jetzt klappt auch die Akustik, wie ich sehe. Das ist wunderbar. Ja, ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten. Wir schauen mal, wie das mit der Technik funktioniert. Sie haben, glaube ich, auch eine PowerPoint, ne? Genau, die müsste man hoffentlich jetzt schon sehen. Im Moment sehen wir sie noch nicht. Okay, und jetzt? Jetzt passiert was, da ist sie. Wunderbar. Okay, super. Dann, danke für die Einladung. Ich möchte anhand dem Beispiel von VD aufzeigen, dass auch mittelständische Unternehmen durchaus in der Lage sind, hohe soziale und ökologische Anforderungen in der Bekleidungsindustrie zu stemmen, wenn auch mit Schwierigkeiten und auch mit komplexen Lieferketten. Und deshalb auch dieser Aufbau, erst sozusagen die Probleme, dann eben die Lösung schon in der Praxis, die aber durchaus eben politische Rahmenbedingungen bedürfen, dass mehr dem folgen und dass es schneller geht und dass es stemmbar ist für alle. VD hat etwa 150 Millionen Umsatz, ist damit immer noch mittelständisch, hat 45 Produzenten weltweit. Die 80% der Textilproduktion und 90% findet in Asien statt, so auch bei uns. 80% findet in Asien statt, vor allem in Vietnam. 45% und über 150 Materiallieferanten weltweit. Das, um so ein bisschen die Komplexität aufzuzeigen. Diese ganzen vielfältigen Probleme anzugehen, haben wir 2010 ein eigenes Label, ein eigenes Meta-Label gegründet, das heißt Green Shape und ist ein Meta-Label wie Grüner Knopf, beziehungsweise noch umfassender und ganzheitlicher. Wir starten bei unserer Arbeit beim Design.
Das heißt, beim Design müssen unsere Produktmanager schon genau nachweisen, wie sie Folgendes berücksichtigen. Zum einen die Materialeffizienz. Also es ist durchaus üblich, dass ca. 30% von dem ganzen Material von den Stoffbahnen weggeschmissen wird bei der Herstellung des Produkts, weil eben nur 70% sozusagen so gelegt werden können. Das heißt, Materialeffizienz müssen Sie berücksichtigen, dass es bis 90% geht. Sie müssen berücksichtigen, dass das Produkt hinterher bei 30 Grad gepflegt werden kann und keine irgendwie chemische Reinigung benötigt. Sie müssen beim Design des Produkts bereits anlegen, dass das Produkt am Ende reparierfähig ist. Das führt Stück für Stück bei uns zu einer ganz neuen Designsprache. Beispielsweise werden Reißverschlüsse nach außen verlegt, werden Schnallen abkoppelbar gemacht, damit die schneller austauschbar sind, etc. Und Sie müssen sicherstellen, dass nach dem bisherigen Stand der Technik, und da ist, wir haben ja gerade gehört, nur 1% aller Textilien werden überhaupt recycelt. Und es gibt nur ein paar Hinweise bisher, eben, dass das Material beispielsweise Monomaterial sein sollte, dass es irgendwann mal recycelfähig ist, dass Sie das eben schon berücksichtigen bzw. begründen, wenn es nicht möglich ist. Im nächsten Schritt nach dem Design geht es an die Auswahl der Materialien, was vor allem im Outdoor-Bereich unglaublich vielfältig ist. Also wir setzen mehrere hunderte Materialien ein. Hier dient eben GreenShape als Meta-Label und baut auf vorhandenen Standards auf. Also im Baumwollbereich ist es beispielsweise GOTS als sehr hoher Standard. BlueSign ist ein weiterer Reinheitsgebot sozusagen. Global Recycle Standard, Downing Standard. Das heißt, für uns ist GreenShape so eine Art Management-System, womit wir unseren Produktmanagern Vorgaben machen, wie viel GreenShape pro Jahr sie erreichen müssen. Das setzt also ganz klare interne Ziele und mit diesen Anforderungen nominieren wir Materialien. Wir geben also raus, welchen Standard sie erfüllen müssen. Manchmal ist es so, oder bei manchen Zutaten im Produkt, wie das Garn oder die Knöpfe, die nominieren wir nicht. Die werden auf lokalen Märkten gekauft. Um da sicherzugehen, dass da eben keine Schadstoffe drin sind, haben wir eine ganz klare Spezifizierung anhand einer Manufacturing Restricted Substance List, die sich auf den Detox-Vorgaben von Greenpeace aufbaut. Das heißt, da sagen wir ganz genau, was darf da nicht drin sein und kontrollieren das auch selbst, auch durch Abwassertests, ob das auch eingehalten wird. So stellen wir bei den Materialien sicher, dass wir schadstofffrei nach bestem Wissen und Gewissen sind und Kontrollen. In der Produktion fungiert auch GreenShape wieder als Meta-Label für verschiedene Standards. Einerseits für Umweltstandards, die in der Produktion eingehalten werden müssen, die kontrolliert werden, wie durch EMAS, wie durch ISO 14001, aber eben auch Standards im Sozialbereich wie Fairware, das heißt unabhängige Audits kontrollieren alle Produktionsstätten, kontrollieren auch uns, Beschwerdemechanismen stehen dahinter, sodass wir im Umwelt- und Sozialbereich sicher sein können, dass da höchste Standards eingehalten werden. Das ist mühsam für die Produktionsstätten auch, aber hier auch gleich das Plädoyer dafür. Also das ist bürokratisch, das ist teilweise aufwendig, man muss sich da neuen Sachen unterordnen, aber das professionalisiert die Produktionsstätten auch und es schafft denen auch Zukunftsfähigkeit. Also viele Widerstände mussten wir überwinden, um zu einer Transformation zu kommen. Heute wird es sehr positiv gesehen, weil die Produktionsstätten da gut für die Zukunft aufgestellt sind, attraktive Arbeitgeber sind, etc. etc. Also es hilft auch. Auch sie begreifen es als Managementsystem. Voraussetzung immer dafür ist, dass es eben kein Produzentenhopping stattfindet, sondern dass man lange vertrauensvolle Partnerschaften mit den Produzenten hat, um in so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess gemeinsam zu kommen. Denn immer ist die auftraggebende Firma auch mitverantwortlich für alles, was vor Ort passiert, in der Art und Weise, wie sie den Einkauf tätigt und wie sie kommuniziert. Wichtig finde ich auch zu erwähnen, dass das Ganze, dass in ganz vielen Bereichen man sowieso nur vorwärts kommt, wenn man mit anderen Unternehmen zusammenarbeitet. Also wir arbeiten ganz häufig mit Wettbewerbsbrands auch zusammen. Hier sind ein paar dargestellt, also beispielsweise hervorgehoben EOG Climate Action Project. Da sind wir mit 10 anderen Brands aus dem Outdoor-Bereich zusammen, um ein Mapping der Produzenten zu machen, um zu schauen, welche haben wir denn gemeinsam, um dann zu sagen, das sind die Produzenten, die haben wir gemeinsam. Lass uns die angehen, um durch externe Audits festzustellen, wie stehen die eigentlich da im Energiebereich, wie können wir die zu Energieeffizienzprogrammen animieren und wie können wir die Stück für Stück auf erneuerbare Energien umstellen. Sowas schaffen wir nur, wenn wir gemeinsam agieren. Und deshalb ist auch gesetzliche Rahmengebung bringt wahnsinnig viel, weil eben dann mehr Brands, mehr Unternehmen sich auf diesen Weg machen und dieser ganze Transformationsprozess einfacher, schneller und billiger für alle wird.
Also gerade dieses EUG Climate Action Programm ist für uns ein Schritt, um eben unsere Science-Based Targets zu erfüllen, um eben Schritt für Schritt dazu beizutragen, das 1,5-Grad-Ziel zu erfüllen. Dann geht es weiter sozusagen. Das Produkt ist jetzt beim Konsumenten. Was tun wir da? Hier haben wir ja schon angelegt, dass die Produkte reparationsfähig sind. Wir haben auch eine eigene große Reparaturwerkstatt, wo wir reparieren. Wir haben aber auch die ganzen Ersatzteile sind bei uns bestellbar. Man kann bei uns auf der eigenen Seite oder auf iFixit, eine Reparaturplattform, Reparaturvideos sich anschauen, um auch als Konsument selber zu reparieren. Und es wird unglaublich gut wahrgenommen. Also da ist zwar eine Wegwerfgesellschaft da draußen, aber da draußen auch eine reparaturwillige Gesellschaft, die unheimlich dankbar solche Services annimmt. Gleichzeitig investieren wir sehr stark in neue Geschäftsmodelle, also hier beispielsweise in Mieten, Mieten statt Kaufen sozusagen, weil wir brauchen ja nicht, jeder braucht nicht ein eigenes Zelt, sondern man kann es einfach auch mieten für den nächsten Urlaub und bauen eben auch gerade eben Rücknahmesysteme auf, um im Re-Commerce sozusagen alte Produkte wieder neu aufzubereiten für den Markt. Momentan sind diese Geschäftsmodelle für uns weit entfernt von rentabel. Also auch da ist es, muss einiger Hirnschmalz noch rein, um politische Rahmenbedingungen zu bauen, dass wir wirklich in solche Geschäftsmodelle investieren können, die auch zukunftsfähig sind. Weil umwelttechnisch ist es super zukunftsfähig, ökonomisch leider noch nicht. Dann das Produkt, dann sind wir quasi bei der Endphase. Wir haben versucht, das so lange wie möglich sozusagen zu reparieren, zu Leben zu verlängern. Aber irgendwann ist das Produkt fertig. Was tun wir da? Zum einen investieren wir stark eben in Technologien, die uns ermöglichen, Produkte nur aus einem Material zu machen, wie dieser Rucksack, der komplett aus TPU ist, wo auch dank 3D-Technologie der Rücken gespritzt wurde, um aus einem Material zu sein. Ich habe es mitgebracht, um auch zu zeigen, es ist viel Aufwand, so eine Transformation, ist aber für uns heute auch unglaublicher Innovationstreiber geworden. Also es bestimmt ganz wesentlich unsere Produktausrichtung hat, kontinuierlich eben neue Produktideen und Produktrichtungen. Gleichzeitig engagieren wir uns auch politisch und auch in Normungsausschüssen, um überhaupt in diesem komplexen Geflecht der Kreislaufwirtschaft im textilen Bereich, um überhaupt auf einen Nenner zu kommen. Also gerade bei dem Accelerating Circularity sitzen alle mit an einem Tisch, der die Brand, die das Produkt macht, der Rücknehmer, der Sammler, der Detektierer, der dann sozusagen die alten Produkte sammelt und sortiert, der Sortierer, der Garnhersteller, der dann eigentlich das wieder aus alten Produkten neues Garn machen soll und so weiter. Weil alle müssen voneinander wissen, die Brand muss wissen, was darf denn in ein Produkt rein, damit es überhaupt recycelfähig ist. Der Sammler muss wissen, was ist denn jetzt in dem Produkt drin. Der Sortierer muss das wissen, der Hersteller, also alles, wir brauchen da gleiche Standards, gleiche Vorstellungen und es ist unglaublich komplex und wahnsinnig schwer noch. Wir sind noch ganz am Anfang, dass dieser Kreislauf geschlossen wird. Ich komme zum Ende und möchte einmal dazu zeigen, dass es viele Vorteile hat, diesen Weg zu gehen, also und dass es machbar ist. Also wir haben 100% auditierte Lieferanten und Produzenten, sowohl im ökologischen als auch im sozialen Bereich. Wir haben 90% unserer Produkte in diesem wirklich sehr, sehr strengen Greenshape-Standard, unserem eigenen. Wir haben circa schon über 70% in recycelten Materialien auf dem Weg zur Klimaneutralität gemäß Science-Based Targets, haben hohe jährliche Einsparungen an CO2, Wasser und Energie. Also meine Message ist zum einen, die nachhaltige Transformation ist möglich und ist, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, ein unheimlich starker Innovationstreiber, hat eine hohe Zukunftsorientierung und ist für uns inzwischen auch ein wichtiges Markenfundament. Weil wir haben ja gerade gehört, der Konsument von heute, der will das ja. Also die Probleme werden ja immer bewusster. Und wer das heute sich dem verschließt und sagt, das ist alles zu aufwendig, und so, der macht sich, der verbaut sich die Zukunft, der lernt eine ganz wichtige Zukunftsdisziplin nicht. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass auch wir eben einen viel höheren Aufwand und Kosten haben und damit auch Risiko. Wir haben einfach viel höheren Kostenaufwand als herkömmliche Brands. Wir haben also höhere Kosten beispielsweise auch durch dramatisch höhere Kosten in recycelten Materialien. Wir haben ja schon gehört, die meisten Materialien bestehen aus Rohöl. Das ist vor allem auch für unseren Bereich so. Funktion bezieht sich aus Produkten mit Rohöl. Wenn ich recycelte Materialien einsetze, dann sind die wesentlich teurer inzwischen als Produkte, die ich ständig neu mache aus Rohöl.
Die Umstellung auf erneuerbare Energien in den Lieferketten ist extrem schwierig, aber da, das sind ja unsere Konsumprodukte, die da mit Energieaufwand hergestellt werden. Und wir haben noch fehlende Rahmenbedingungen für Textilrecycling. Also der gesamte Weg dieser nachhaltigen Transformation der Bekleidungsherstellung ist nach wie vor ein herausfordernder Pionierweg. Und wir brauchen ein Level Playing Field, dass nicht die, die sich bemühen, da die großen Herausforderungen haben und eigentlich abgestraft werden durch Mehrkosten, sondern wir brauchen politische Rahmenbedingungen, die einfach die gesamten Mindeststandards nach oben holen, sodass wir einfach viel mehr Unternehmen auf dem Weg sind, die gemeinsam zusammenarbeiten an diesen Zukunftsdisziplinen. So Beispiele für förderliche politische Rahmenbedingungen sind zum einen Lieferkettengesetz, das eben auch für kleinere Unternehmen gilt. Denn das ist ein Fehlschluss zu denken, dass man die beschützen möchte, die kleinen Unternehmen. Die müssen das genauso lernen und auch die brauchen wir. Und vor allem auch Umweltaspekte müssen ins Lieferkettengesetz rein. Wir brauchen Vorgaben und Anreize zur Nutzung von Umwelt- und Sozialstandards, um insgesamt bei den Unternehmen die Nachfrage zu erhöhen und damit für alle die Kosten zu reduzieren auf dem Weg zu diesen Sozialstandards und Umweltstandards. Wir müssen ganz dringend, finde ich, die öffentliche Beschaffung endlich darauf ausrichten. Jetzt haben wir schon ein Regierungssiegel grüner Knopf. Dann sollte es doch bitte eben auch als Standard in der öffentlichen Beschaffung verpflichtend gefordert werden, um das zu fordern und zu fördern. Wir brauchen eine CO2-Bepreisung, die sich auch auf Materialien durchschlägt. Das kann auch bei aller Logik nicht sein, dass nachhaltige, recycelte Materialien teurer sind als Rohmaterialien. Wir brauchen Förderprogramme für Unterstützung der Energiewende in den Lieferländern. Das ist schwierig, wirklich sehr, sehr schwer zu transformieren als Brand in Asien. Und ich denke, wir müssen ganz dringend in solche innovativen Anreize denken, wie dass wir Mehrwertsteuersätze senken für nachweislich nachhaltige Produkte, zum Beispiel eben Produkte, die den grünen Knopf tragen, für recycelte Materialien, für Monomaterialprodukte, weil das sind die Produkte, die ich brauche, um dann schließlich in eine Schließung des Kreislaufs zu kommen. Für Reparaturdienstleistungen, um Reparaturdienstleistungen auch wirklich rentabel zu machen oder eben auch für Secondhand-Produkte. Solche Sachen würden unglaublich helfen und würden da Schwung reinbringen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ein ganz herzliches Dankeschön auch an Frau von Dewitz. Das waren jetzt eine ganze Reihe von Fakten, von Impulsen, von Anforderungen an Politik. Und ich glaube, es gibt doch auch eine ganze Reihe von Fragen. Ich habe jedenfalls zwei Wortmeldungen schon gesehen. Jetzt kommen noch ein paar dazu. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal so an. Als allererstes hatte sich Frau Radomski gemeldet. Dann gehen wir von dort aus diesmal sozusagen mit dem Uhrzeigersinn rum, sodass alle zum Zuge kommen. Bitte schön, Frau Radomski. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Ich glaube, der Blumenstrauß, den wir jetzt hier vorgelegt bekommen, also es sind ja viele verschiedene Blüten, die angesprochen werden. Ich hatte schon mal gesagt, ich finde eigentlich nicht optimal, wenn man zwei Vorträge hört und die dann noch in so einer kurzen Zeit besprechen muss. Und ich würde mir wünschen, dass wir bestimmte Dinge in einer größeren Tiefe bearbeiten. Das ist halt bei dem Blumenstrauß dann so schwierig. Also ich möchte mich jetzt mal auf einen Aspekt, nämlich die Chemikalien, beschränken. Ich glaube, das Reparieren, das sind alles Teilaspekte und die müsste man viel tiefergehend behandeln, damit man wirklich dann zu Lösungsansätzen kommen kann. So wird das einfach in die Runde geworfen und wir haben im Grunde genommen was gehört, aber wir sind gar nicht so weit gekommen, dass wir das in konkrete politische Dinge umsetzen könnten. Es sei denn, wir würden eins zu eins den Dingen, die uns vorliegen, dann immer folgen. Aber da ist man ja meistens auch nicht ganz gut beraten, wenn man immer nur eine Meinung gehört hat. Zu den Chemikalien hätte ich folgende Fragen. Ich habe bei mir ein Unternehmen, die bemühen sich da wirklich im Wahlkreis, nee, stimmt gar nicht, ist der Nachbarwahlkreis, aber mich hat das so interessiert, ich war trotzdem da. Die bemühen sich da wirklich, sind unheimlich weit, sind bei den Garnen dabei, sind bei den Knöpfen dabei, die machen vor allen Dingen Handtücher und Bettwäsche und Gardinen. Bei den Chemikalien hätte ich jetzt einfach wirklich mal eine fachliche Frage, und zwar die Frage nach der Farbe Schwarz. Das ist ja eine große Herausforderung, chemisch
schwarz, also wirklich echtes Schwarz hinzubekommen. Und die viele Produkte, die die herstellen, sind dann auch tatsächlich in Pastelltönen, weil man dann andere Chemikalien benutzen will, muss. Und das ist tatsächlich meine Frage, dass wir wirklich tiefer in die Dinge einsteigen und uns dann auch mal damit beschäftigen, wie kann der Weg überhaupt gehen. Also dieses Unternehmen, glaube ich, macht das sehr verantwortungsvoll und die machen dann auch Recycling. Wenn sie dabei den Bettwäsche kaufen, dann kaufen sie den Recyclingprozess schon mit, also das, was Sie sich eigentlich wünschen. Aber ich glaube, da muss man halt teilweise ganz tief einsteigen, um dann wirklich nicht nur die Schlagworte bedienen zu können. Deshalb wäre meine Frage bei dem Thema Chemikalien, auch vor allen Dingen dunkle Färbungen vorzunehmen. Ich glaube, das ist eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung, die die hatten, ist die Waschanleitung. Da ist, sind immer Chemikalien in den Fäden teilweise, nee, nicht in den Fäden, sondern in dem Druck drin. Die Sie haben sich dann freundlicherweise ein bisschen auf die Zeit. Ja, die haben sich dann ein Label selber drucken lassen mit einem ganz dünnen Faden, der dann nicht verwischen kann, weil immer, wenn ich dieses Label eindrucke, habe ich nämlich schon das chemische Problem am Ende des Verwertungsprozesses. Also vielleicht könnten Sie dazu auch mal was sagen. Deshalb nochmal mein Hinweis, bitte lassen Sie uns tief in Themen einsteigen, dann haben wir auch ein gewisses Niveau in diesem Ausschuss. Ansonsten kratzen wir immer nur an der Oberfläche. Dankeschön. Der Hinweis ist gehört. Er ist etwas für die Obleuterunde, die ja letztlich über die Themensetzung entscheiden. Jetzt aber zunächst Herr Gerschau und dann Herr Gründer. Ich unterstütze das ausdrücklich. Diese Themen haben es wirklich verdient, noch tiefer zu diskutiert zu werden. Ich habe zwei Fragen an Frau Wohlgemuth. Wie wirksam sind die Maßnahmen und Initiativen der deutschen Bundesregierung? Wie das Bündnis für nachhaltige Textilien oder der grüne Knopf, das kam nicht in Ihrem Vortrag vor. Und wie können wir so Beschwerdemechanismen in der Textil- und Bekleidebranche so zugänglich und berechenbar machen, transparent und so gestalten, dass man also auch der Textilarbeiter in Bangladesch auf solche Beschwerdemechanismen vielleicht aufmerksam gemacht werden kann? Das wäre auch eine interessante Frage, ob man so etwas da einrichten kann. Und eine Frage an Frau von Dewitz. Was halten Sie denn von dem Vorschlag von Greenpeace, dass Sie als Hersteller aussteigen sollen aus synthetischen Fasern und dass Sie so eine erweiterte Herstellerverantwortung übernehmen? Und übrigens Gratulation zu der Idee mit dem Mietservice. Ich glaube, das ist ein sehr interessanter Weg. Dankeschön, Herr Gründer. Ja, ich fange mal an mit Frau von Dewitz. Sie hatten auf einer Folie ausgeführt zu Materialeffizienz, Pflege, Reparierbarkeit und Recycelbarkeit. Nur damit ich das verstehe, hat das Auswirkungen auf den Preis? Und wie kann man das vielleicht schaffen, dass das dann auch in der Gesellschaft breiter akzeptiert wird, falls es Auswirkungen auf den Preis haben sollte? Genau, und dann Frau Wohlgemuth, mich würde interessieren, Sie haben gesagt, dass bestehende Gesetze überhaupt nicht ausreichen, beziehungsweise ja, darüber hinweggegangen wird. Warum ist das so? Vielen Dank. Dankeschön. Dann Frau Ganserer, bitte. Danke, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Frau Wohlgemuth, erst einmal vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ihr Vortrag hat, finde ich, ganz deutlich gemacht, dass beim Thema nachhaltiges Textil es nicht reicht, sich nur auf eine Facette zu konzentrieren, dass es nicht reicht, wenn wir Biobaumwolle als Faser nutzen und dafür dann einfach immer noch viel zu viel davon produzieren und einfach wegschmeißen und dass wir uns beim Thema nachhaltige Textil wirklich alle Details, die notwendig sind für nachhaltige Produktion, anschauen müssen. Sehr positiv stimmt mich auch die Umfrage von Greenpeace, dass vor allem die jüngere Generation hier bereit ist, ihr Konsumverhalten nicht nur zu überdenken, sondern gerade dabei ist, ihr Konsumverhalten zu ändern. Ich denke, das müssen wir als Politik unterstützen. Gleichwohl möchte ich mich als Politikerin nicht aus der Verantwortung ziehen. Ich bin der Überzeugung, dass wir politische Rahmenbedingungen benötigen. Sie haben ein paar Sachen angesprochen. Mich
mich würde interessieren, was haben Sie denn für Vorschläge? Sie haben das Problem von Shein angesprochen, Ultra-Fast-Fashion, extrem billige Produktion, wo sehr viel an Retouren auch vernichtet wird. Und haben gesagt, das entzieht sich komplett der Regulierung. Wir sind ja gerade dabei, auf EU-Ebene das Lieferkettengesetz und die Ökodesign-Richtlinie zu verhandeln. Was haben Sie da an konkreten Vorschlägen für politische Rahmenbedingungen? Und die Frau Diewitz, auch vielen Dank für Ihren Vortrag, weil das Beispiel VDE zeigt, dass es bereits Unternehmen gibt, die das erkannt haben. Sehr positiv stimmt mich auch, dass Sie bereits in neue Geschäftsmodelle, leasen statt kaufen, Reparaturanleitungen. Können Sie da vielleicht einen Überblick über die Branche geben? Wie sind da andere TextilproduzentInnen aufgestellt? Haben die das bereits auch erkannt? Und müsste nicht eigentlich von gerade der deutschen, meistens mittelständischen Textilindustrie starke Unterstützung für politische Forderungen kommen, um Ultra-Fast-Fashion wie Shein entsprechend in die Schranken zu verweisen. Danke sehr, Frau Hagel-Kehl und dann Herr Blankenburg. Auch von meiner Seite recht herzlichen Dank, dass das Thema heute auf dem Tableau steht und für Ihre Ausführungen. Ist für mich ein sehr persönliches Thema auch. Ich bin gelernte Damenschneiderin. Ich war 1990 die Vorletzte in meinem Landkreis, die das gelernt hat. Und damit komme ich auch schon zu meinen Fragen. Also beim Recht auf Reparatur, wie soll das umsetzbar sein? Also wir haben kaum mehr Schneider, die das können. Sie machen schöne YouTube-Videos, aber dazu muss, also wenn es mit YouTube gegangen wäre, dann hätte ich nicht 3 Jahre lernen müssen, glaube ich. Also dann hätte irgendwas nicht, ich bezweifle jetzt, dass außer mir noch viele Leute im Raum sind, die jetzt einen Reißverschluss einnähen können. Also weiß ich jetzt nicht. Ah, super. Und die dann auch nicht nur in der Lage sind, sondern die auch eine Nähmaschine haben. Also einen Reißverschluss kann man ja anders auch nicht einnähen, glaube ich jetzt mal zumindest. Also ich kann auch Knopflöcher mit der Hand nähen, aber gut. Also wie können wir das umsetzen? In den 90er Jahren ist unsere gesamte Textilindustrie eigentlich abgewandert. Also das Thema kommt eigentlich 30 Jahre zu spät, würde ich zum Teil sagen, damit man eben auch das noch machen kann, dieses Recht auf Reparatur. Dann, wie können wir die Verbraucher überzeugen? Die Studien sind sehr schön, Frau Wohlgemuth, die kenne ich aus dem Landwirtschaftsbereich. Da sind auch alle bereit, viel mehr Geld auszugeben für nachhaltige Produktion, für mehr Tierwohl. Und dann haben wir aber das Ergebnis, dass sie es dann nicht in der Wirklichkeit tun, die Menschen. Das ist eben genau das Problem, das wir oft sehen. Und wenn ich jetzt sehe, wenn ich zum Alex gehe und sehe, wie die Menschen da mit diesen riesen Primarkt-Tüten rauskommen, dann verzweifle ich manchmal daran. Und vor allem, also es ist jetzt weniger im Schrank laut den Umfragen, kann das vielleicht auch der Corona-Effekt sein, wo man eben weniger einkaufen gehen konnte, weil da waren ja die Geschäfte auch geschlossen, also da hat meine Textilbranche auch im Wahlkreis gejammert. Und dann noch ganz schnell eine Frage zu Biobaumwolle. Ist das wirklich nachhaltig oder nicht? Also es steht ja oft drauf, ich lese die Etiketten genau, es steht dann drauf mit Biobaumwolle. Also kann das dann sein, dann ist vielleicht 5% Biobaumwolle drinnen und ist es, oder ist es wirklich Biobaumwolle und ist das nachhaltig? Dankeschön. Ich bitte die drei nachfolgenden Fragesteller, ein bisschen auf die Zeit zu achten. Wir sind schon bei 19 Uhr. Ich weiß, es ist schwierig. Herr Blankenburg. Das werde ich tun. Deswegen halte ich mich kurz, kann aber ganz gut an die Kollegin Hagel-Kehl anschließen, nämlich an ihre Frage danach, was die Verbraucherinnen und Verbraucher tatsächlich tun. Es liegt ja jetzt gerade erst der Black Friday und der Cyber Monday hinter uns mit den zugehörigen Discount-Angeboten. Da würde mich mal interessieren, es geht wahrscheinlich am ehesten an Frau Wohlgemuth, ob sie abseits von ihren Umfragen dann auch in den konkreten Verkaufszahlen, die ja mit Sicherheit noch nicht für dieses Jahr von den Herstellerinnen und Herstellern veröffentlicht wurde, aber in der Vergangenheit, ob das denn tatsächlich auch sich übertragen hat lassen von den Umfragen hin zu den Ergebnissen an solchen Shopping-Events. Oder ist dieser Trend immer mehr Konsum, immer mehr Shopping an diesen Tagen weiterhin ungebrochen? Und die zweite Frage geht eher
die zweite Frage können Sie gerne beide beantworten. Für mehr Nachhaltigkeit bei Textilien soll es ja auch die Sustainable Products Initiative geben. Wie beurteilen Sie den Ansatz, verpflichtende Informationen am Produkt zu ökologischen Bewertungen zu geben, also ähnlich wie bei Energieverbrauchskennzeichnungen von A bis G? Dankeschön. Dann sind wir bei Herrn Rixinger. Ja, ich versuche es auch kurz zu machen. Vielleicht nur eine Vorbemerkung. Ich fand eigentlich, das ist sehr gut, dass wir erst eine relativ, also in der internationalen Dimension auch deutlich vermittelt bekommen haben, dass es sich hier nicht um eine Kleinigkeit handelt. Und andererseits jetzt auch in dem praktischen Beispiel, dass auch ein mittelständischer Betrieb das umsetzen kann oder vielleicht überhaupt die mittelständischen Betriebe. Ich hätte jetzt zwei Fragen. Die erste an Frau Wohlgemuth. Sie haben ja stark darauf abgehoben, dass wir insbesondere in den Ländern, wo am meisten konsumiert wird, versuchen müssen, das stärker zu regulieren. Also ich glaube das im Übrigen auch, wobei die Schwierigkeit ja immer daran ist, das hat mich jetzt ein bisschen, also war für mich jetzt neu, dass praktisch die Hauptlasten für die ökologische Verwüstung eigentlich in den Produzentenländern passiert. Ja, also das heißt, wir bräuchten eine Regulierung, die in die Produzentenländer eingreift und gleichzeitig in die Konsumentenländern. Das hätte mich noch ein bisschen näher interessiert, wobei ich mir bewusst bin, das kann man nicht so ganz kurz ausführen, aber ich bin auch eher ein Anhänger von Regulierung. Ich hätte dann noch eine kurze Frage an die Frau von Dewitz. Ich meine, ich habe mir noch mal ihre Internetseite angeguckt, weil mir das gar nicht so klar war, was sie genau produzieren, aber fand es ziemlich interessant, was mir nicht ganz klar ist. Ich meine, die ganze Textilbranche arbeitet ja im hohen Maße über Preise. Also was da praktisch angeboten wird, 5 Euro für ein T-Shirt oder noch billiger oder ähnliches, das kann ja praktisch überhaupt nicht realistisch. Der Preis drückt keine realistische Größenordnung mehr aus, ja, und kann ja nur mit großer Ausbeutung von Natur und Menschen einhergehen. Jetzt bei Ihnen ist natürlich, sind die Preise in einem anderen Niveau. Kann man das überhaupt über Preisregulierung machen? Also weil die Gefahr besteht ja schon, dass solche Unternehmen wie Sie dann stark in einem Nischenbereich ansässig sind. Und die eigentlichen Player, die ganz Großen, die machen bei weitem keine nachhaltige Produktion. Dankeschön. Und Herr Dr. Kraft. Nicht nur, dass wir Nähmaschinen haben, ich habe sie schon repariert. Höchstpersönlich. Die Nähmaschinen. Ja, einen neuen Kondensator eingelötet. Zuerst zur Frau von Dewitz. Entschuldigung. Eine Frage. Sie hatten hier aufgelistet, Ihr prozentualen Anteil von Materialien. Wo ist es? Materialien und Produktionskapazitäten. Das ist, Sie haben es fast äquivalent, ungefähr 20-80 Asien, Europa. Sie haben ein bisschen mehr Produktion in Europa statt in Deutschland, nicht Europa, Entschuldigung, in Deutschland statt in Asien. Hängt das zusammen mit Ihrem Anspruch, dass Sie auch sozialverträglich oder sozial gerecht arbeiten wollen? Ist das sind Ihre Standards in Deutschland leichter einhaltbar oder ist es eine Diskrepanz, die sich einfach so zufällig ergeben hat? Also, dass es dafür keinen Grund gibt. Ich würde Sie fragen wollen, weil Sie ja gehofft haben als Forderung am Ende, zweite Frage, reduzierte Mehrwertsteuer für recycelte Materialien. Warum sollte das nötig sein, wenn für Recycling unter anderem möglicherweise ein äquivalenter oder vielleicht sogar höherer Energieaufwand nötig ist wie für die Herstellung des virginalen Materials? Vor allem, weil natürlich im Bereich von Kunststofffasern recycelte zu mehr Mikroplastik führen eigentlich, laut meinen Informationen, als das bei virginalen Plastiken der Fall ist. Und dann, weil ich mich beeilen muss, noch an die Frau Wohlgemuth. Ich kann Ihrer Schlussfolgerung nicht folgen. Sie machen die REACH-Verantwortung dafür verantwortlich, oder besser gesagt, Sie kritisieren, dass die REACH-Verantwortung nicht eingehalten wird, obwohl Sie sagen, dass Sie Nachweise haben für massive Überschreitungen des Grenzwertes. Aber die Folge davon ist, dass Sie ja mehr REACH-Verantwortung haben wollen. Nein, wahrscheinlich brauchen Sie doch einfach dann Leute, die sagen, hier werden von einem Lieferanten, von einer Firma, die Textilien in Umlauf bringt, werden die Grenzwerte überschritten. Bitte, Exekutive, mach deinen Job. Das ist doch die Forderung, die rauskommen muss.
Ich stimme Ihnen nicht zu, dass man Chemikaliengruppen verbieten muss statt einzelne Chemikalien. So funktioniert die Chemie nicht. Ganz geringe Änderungen an einem Molekül, an einer Stoffgruppe können komplett andere Eigenschaften haben. Kontergan ist das beste Beispiel. Also Chemikalien muss man sich einzeln anschauen. Für keinen Weg noch vorbei. Ja, vielen Dank. Das waren wirklich. Ach so, Herr Meyer-Leiber auch noch eine Wortmeldung. Die habe ich übersehen. Bitte, Sie machen den Abschluss. Genau. Herzlichen Dank auch an beide Gäste für Ihre interessanten Vorträge. Meine Fragen gehen an Frau von Dewitz. Wir haben uns ja bei Ihrem Besuch mit Vertretern des Bundesverbands Nachhaltiger Wirtschaft im Mai dieses Jahres auch persönlich hier im Bundestag kennenlernen dürfen, mit Kollegen Schreiner zusammen. Ich bin natürlich auch stolz, dass so ein zukunftsorientiertes Unternehmen aus meiner Heimat, aus meinem Wahlkreis in Tettnang kommt. Und Sie hatten angesprochen die Lieferketten. Und jetzt ist die Frage, wie findet bei Ihnen eine Überprüfung der 36 asiatischen Produzenten und der weit über 100 Materiallieferanten aus Asien bzw. Übersee denn auch vor Ort statt? Oder wie müssen wir uns das eigentlich in der Praxis vorstellen, dass dann auch wirklich vor Ort sichergestellt wird, dass auch die Zulieferer nachhaltig arbeiten und dass ökologiefreundliche Materialien auch ihnen dann übersandt werden. Sie haben die Spezifizierungslisten aufgezählt und auch die Abwassertests. Und ich nehme an, dass die eher eine Überprüfung im Nachgang aus der Ferne dann darstellen. Da ist meine Frage, reicht das aus, beziehungsweise was findet vor Ort statt? Und auch meine Frage zur Praxis bei Reparieren statt Wegwerfen. Sie unterstützen die Kunden dabei zu reparieren. Da ist wirklich die Frage, sind das nur Anleitungen oder kann ich dann in einem Online-Shop beispielsweise die Ersatzteile bei Ihnen bestellen? Wie würde das in der Praxis einfach aussehen, um mich das ein bisschen griffiger mir vorstellen zu können? Danke. Ja, vielen Dank, Herr Meyer-Lei. Ich werfe zwischendurch mal kurz einen Blick auf die Uhr. Ich weiß jetzt nicht, wie ausführlich und umfangreich die Antworten unserer beiden Sachverständigen ausfallen werden, aber da wir noch in der Folge eine nicht öffentliche Sitzung haben, zu der wir auch Referentinnen erwarten, sage ich jetzt mal, dass Sie jeweils so 10 Minuten für die Antwort haben. Viel mehr geht wahrscheinlich nicht. Eine zweite Runde schaffen wir nicht. Und die Frage von Frau Radomski zur Vertiefung möglicherweise, die nehmen wir mit in die Obleuterunde, denn da muss die diskutiert werden. Okay, so verfahren wir. Jetzt schaue ich mal zu beiden Sachverständigen. Wer möchte den Einstieg machen? Frau Wohlgemuth wieder? Ja? Okay, dann machen wir es so. Bitte schön, Frau Wohlgemuth. Genau, ich starte einfach mal von vorne. Ich bitte, wenn ich alle Fragen nicht komplett habe, gerne einfach noch mal zu vertiefen und reinzureden. Frau Radomski, ich stehe generell für diese Themen sehr intensiv zur Verfügung. Sie können mich da auch gerne mal einladen oder an alle hier gerne noch mal diese einzelnen Themen zu vertiefen. Für das Chemikalienmanagement, für mich als Pharmazeut im Hintergrund ein ganz wichtiges Thema. Es ist ganz klar, dass wir hier Normen brauchen. Wir haben GOTS-Normen, wir haben Zertifizierung. Wir sind in der Lage, jede Farbe, auch schwarz, mit REACH-konformen Chemikalien herzustellen. Der Punkt ist einfach, dass die Textilindustrie bisher einfach nicht dafür zur Verantwortung gezogen wurde. Das bedeutet, alle Firmen, die Detox-konform zum Beispiel arbeiten, die das Detox-to-Zero-Audit und die Regularien erfüllen, sind in der Lage, dass sie keine umweltungefährdenden Chemikalien in die Abwässer geben, gar nicht eben erst einsetzen. Und das geht in allen Farben. Großes Problem zum Beispiel der blaue Farbstoff in der Jeans. Wenn der im Kreislauf geführt wird, ist das kein Problem. Das Ganze gibt es eben für die ganzen Textilien, also auch alle Detox-Textilien sind nach diesen Normen hergestellt. Das betrifft das Garn, das betrifft das Färben, das betrifft auch das Etikett. Die sind mittlerweile sogar kompostierbar herstellbar. Das bedeutet also, keine Farben, die am Ende mal übrig bleiben. Ich kann das am Ende in meinen Kompost werfen. Wir haben das selber nachgeprüft. Die verrotten und am Ende kann ich damit meine Tomaten düngen, wenn ich will. Das ist möglich. Das Problem ist, dass es etwas mehr kostet und bisher nie eingefordert wurde. Und der Punkt ist, wenn ich in China, in Indien, in Bangladesch auf Druck der europäischen und amerikanischen Textilfirmen, der globalen Textilfirmen gezwungen werde, so billig wie möglich zu produzieren, dann nehme ich auch die Chemikalien, die möglichst billig sind. Und die sind eben nicht unbedingt gesund. Gesundheitsförderlich, das ist der Punkt. Es werden immer überall Chemikalien sein. Chemie ist um uns herum. Wir werden sie immer haben. Der Punkt ist halt einfach, welche setzen wir ein und welche schmeißen wir raus. Und dafür brauchen wir solche MRSLs. Das bedeutet also Listen von Chemikalien, die am Anfang an schon klarstellen, dass sie niemals eingesetzt werden. Das wäre der Punkt. Aber gerne können wir auch noch mal über die Azofarbstoffe im Detail reden. Ich bin da auch gerne für detailliertere Gespräche bereit.
Hier einmal kurz die Frage, Herr Gerschau, zu dem grünen Knopf und den nachhaltigen Textilien. Ich bin darauf nicht eingegangen, weil ich sehr enttäuscht bin, was wir hier in Deutschland haben. Wir haben mit der Detox My Fashion Kampagne gezeigt, dass 80 internationale Firmen, bevor das angesprochen wurde, in der Lage waren, von 2011 bis 2020 diese kompletten 11 Chemikaliengruppen zu eliminieren. Sie mussten dafür das allererste Mal ihre Lieferketten offenlegen, überhaupt erst mal rausfinden, wo produziert wird. Bei Textilien sind das bis zu 200 Schritte in so einer Lieferkette. Das ist was ganz anderes als bei anderen Punkten. Das war möglich, das wurde gezeigt. Was ich erwartet hätte, wäre, dass wir halt, wenn wir sehen, dass durch die freiwillige Selbstverpflichtung schon möglich ist, wir in Deutschland nicht zu einem Metasiegel kommen, was andere Siegel umfasst, sondern dass wir ein Gesetz kriegen, das ganz klar sagt, etwas, was so gefährlich ist, darf gar nicht mehr auf den deutschen Markt. Für mich wäre es nicht die Aufgabe von Konsumentinnen, mich irgendwie zu versuchen zu informieren, was ist denn da alles drin, sondern so etwas darf gar nicht mehr auf den deutschen Markt und das müsste per Gesetz geregelt werden. Die Frage zu den, wie Menschen in Bangladesch Beschwerde einlegen können. Dafür brauchen wir ein wirksames Lieferkettengesetz. Und das Deutsche, was wir gerade haben, reicht eben nicht aus. Es muss klar sein, dass wir Unterstützung vor Ort haben für die Menschen, dass sie auch, wenn ich als Näherin 14 Stunden oder 16 Stunden in Bangladesch in so einer Textilfabrik arbeite, nicht mal die englische Sprache beherrsche, wie will ich dann in Deutschland einen Beschwerdemechanismus einlegen? Wir brauchen vor Ort Gelder, die generiert, also es müssen Gelder generiert werden von den Firmen, die internationale Geschäfte machen, die mit globalen Lieferketten Profite machen. Dafür müssen Gelder bereitgelegt werden, dass eben auch die Zivilgesellschaft vor Ort unterstützt wird, um solche Prozesse auch in Gang zu setzen. Ich gehe einfach weiter, bitte unterbrechen, wenn ich irgendwas nicht ins Detail bespreche. Hier war noch kurz die Frage, reicht denn REACH aus? Gesetze, genau, die Gesetze reichen nicht aus. Könntest du mal ganz kurz ausführen, dass ich das richtig wieder... Ja, das war, ist mir nur aufgefallen, ganz am Anfang von Ihren Ausführungen haben Sie gesagt, dass in den Ländern vom globalen Süden, dass da zwar Gesetze gibt, aber, und genau darauf bezieht sich dann meine Nachfrage, dass das, dass die nicht ausreichen, dass die umgangen werden. Das wollte ich einfach nur noch mal, ob Sie dazu was sagen könnten. Gerade Länder des globalen Südens wie Bangladesch sind nicht in der Lage, die europäischen Standards, die wir hier über Jahrzehnte entwickelt haben, wirklich vor Ort umzusetzen, weil so ein enormer Druck auf die Textilherstellenden vor Ort besteht, dass diese Gesetze oft umgangen werden. Es wird einfach dafür gesorgt, dass durch diesen Druck, der einfach hier ausgeübt wird, die gar nicht eingehalten werden. Und selbst wenn es sie gibt, sind sie oft einfach nicht so stark, dass sie die Umwelt- und Gesundheitsbelastungen vor Ort wirklich reduzieren würden. Denn wir sehen ja, dass selbst in Europa die REACH-Norm, die wir haben, nicht eingehalten wird. Das ist eben das große Problem. Und deswegen sagen wir auch ganz klar, es reicht nicht, wie es REACH vorsieht, am Ende ein Textil so oft zu waschen, dass, wenn ich es in Deutschland trage, ich bitte keinen Krebs mehr davon bekomme. Die Stoffe waren mal drin, die dürfen gar nicht erst eingesetzt werden. Und deswegen brauchen wir eben solche Listen, solche MRSLs. Diese Stoffe dürfen gar nicht erst in China, in Indien, in Bangladesch in die Textilien kommen. Und das müssen wir eben international schaffen. Darauf wollte ich hinaus. Einmal kurz weiter. Frau Ganserer, danke für die Frage. Welche Ideen gab es, das Ganze wirklich auch in Gesetze zu gießen? Für mich wären da zwei Gesetze besonders wichtig, und zwar einmal, wie wir gesehen haben, werden in Deutschland überproduzierte Textilien und Retouren weiterhin zerstört. Wir gehen davon aus, dass es stellenweise bis 40-50% sind. Frau Hagel, Sie hatten vorhin angesprochen, ne? Textilindustrie, gerade in der Corona-Zeit, innerhalb von 3 Monaten haben sich in Deutschland 800 Millionen Textilien nur im deutschen Einzelhandel, im stationären Einzelhandel angelagert. Und wir wissen, ein Großteil davon ist in die Vernichtung gegangen, weil es sich gar nicht lohnt, die einzulagern, weil die nächsten schon vor der Tür stehen. Und wir reden jetzt nicht vom Onlinehandel, wir reden nur vom stationären Einzelhandel. Und das Problem ist, dass wir in Deutschland eigentlich mit Greenpeace und der Öffentlichkeit die Obhutspflicht erkämpft haben. Paragraph 23 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes besagt, dass neuwertige Waren im ursprünglichen Zustand erhalten bleiben müssen, nicht mehr zerstört werden dürfen. Es wird nicht umgesetzt. Wir belegen gerade alle paar Monate, dass Amazon, dass andere Online-Händler, dass stationäre Händler reihenweise Ressourcen und damit Textilien oder umgedreht Textilien und damit Ressourcen zerstören. Es wird nicht strafrechtlich verfolgt, obwohl es eigentlich im Koalitionsvertrag so steht, dass die Vernichtung von Ressourcen, dass eben auch gerade Retouren nicht mehr vernichtet werden sollen. Das wäre ein erster Punkt, den wir umsetzen könnten, und das könnten wir sofort. Wir haben dafür auch ein Rechtsgutachten von Greenpeace, das eindeutig belegt, dass das möglich wäre, auch mit dem EU-Recht kompatibel ist. Und ein zweiter Punkt ist natürlich, wir brauchen ein starkes Lieferkettengesetz, denn
Was wir gesehen haben, ist, dass 85% der Treibhausgase und der Belastung eben vor Ort bleiben. Es wird mit Braunkohleverstromung gearbeitet. Wir haben Chemikalien, die in die Umgebung kommen, in die Gewässer. Und die bleiben, by the way, natürlich auch nicht da. Wir haben die PFCs, die per- und polyfluorierten Kohlenwasserstoffe, die ein Riesenproblem in der Outdoor-Branche sind, nichts anderes als PFC. Die verbreiten sich weltweit. Die haben wir in der Leber von Eisbären gefunden, in Patagonien, in unberührten Schneelandschaften. Die vertreiben mit dem Wind. Die haben wir mittlerweile überall. Wir haben keine Blutgruppen mehr auf der Welt. Wir haben keine Tests mehr, die negativ sind. Um Negativkontrollen zu machen, mussten wirklich auf das eingelagerte Blut von GIs aus dem Koreakrieg zurückgegriffen werden, weil das die einzigen waren, die noch keine per- und polyfluorierten Kohlenwasserstoffe im Blut hatten. Also das heißt, das ist ein Riesenproblem, das ist überall und deswegen müssen wir jetzt das EU-Lieferkettengesetz so stark machen, dass wir eben dafür sorgen, dass es nicht nur den allerletzten Schritt so einer Kette betrachtet, sondern eben von Anfang an, also von der ersten Faser, vom ersten Knopf und eben gerade, wenn wir unsere die Klimakatastrophe da draußen sehen, wenn wir sie angehen wollen, haben wir hier den Gamechanger in der Hand. Wir haben 8 große Lieferketten, also von 8 großen Branchen, die für 50% der Treibhausgase weltweit verantwortlich sind. Wenn wir die angehen würden, und die Textilindustrie ist schon die dritte davon, also die Lieferketten, dann hätten wir wirklich die Möglichkeit, was zu verändern. Und wir haben jetzt im EU-Lieferkettengesetz die Möglichkeit, dadurch, dass wir klimabezogene Sorgfaltspflichten drin haben, eben solche Pläne zu erstellen, dass also wirklich geguckt werden muss, wo in welchem Schritt entstehen die Treibhausgase und dort könnten wir ansetzen. Und das ist wirklich mein großes Plädoyer an Sie alle. Das darf jetzt nicht aus dem EU-Lieferkettengesetz rausfliegen, denn damit haben wir den größten Hebel, den wir in den Lieferketten für die Klimakrise haben, wirklich verspielt. Einmal kurz an Frau Hagel. Ich gucke noch mal ganz kurz. Das Recht auf Reparatur, wie es umgesetzt wird. Also natürlich kann ich die Fähigkeiten, die Sie gerade beschrieben haben, eine Ausbildung nicht mit einem YouTube-Video ersetzen. Ich glaube, das würde auch niemand erwarten, ganz im Gegenteil. Ich habe höchste Achtung davor und das Problem ist eben, was wir sehen auch als Teil des runden Tisches, dass diese Ausbildungsberufe nicht mehr wahrgenommen werden, dass sie nicht mehr unterstützt werden. Das bedeutet, dass wir hier einfach auch eine Unterstützung vom Staat brauchen. Das heißt, es muss hier Innovationen geben, es muss unterstützt werden, dass diese Berufe wieder gelehrt werden und sie brauchen Wertschätzung. Und das bedeutet eben auch, dass man am Ende einen Beruf findet, dass man arbeiten kann. Und das bedeutet in Deutschland, dass wir eine Umstellung der Strukturen brauchen. Es muss klar sein, dass Gelder umgeschichtet werden müssen. Wir brauchen eine Mehrwertsteuersenkung auf Reparaturen. Die Produkte müssen überhaupt erstmal so designt werden, dass sie recycelfähig sind. Wenn man sich einen Schuh anguckt, einen Sneaker, das ist Sondermüll. Der besteht aus bis zu 170 verschiedenen Komponenten verklebt. Den kann ich gar nicht recyceln. Deswegen brauchen wir die EU-Textilstrategie auf nationales Recht umgelegt. Es muss klar sein, wie es im Koalitionsvertrag steht, das Recht auf Reparatur muss so umgesetzt werden, dass diese Produkte recycelfähig sind, reparierbar sind, damit diese Berufe auch wieder Sinn machen, damit ich arbeiten kann. Und wir brauchen die Anreize in der Bevölkerung, sie wieder mehr zu nutzen, durch Mehrwertsteuersenkung oder direkt, wie wir ja gesehen haben, zum Beispiel durch den Reparaturbonus, der extrem erfolgreich ist, wo die Leute wieder hingehen. Und wie die Umfrage gezeigt hat, Menschen geben an und haben es versucht zu reparieren, aber wenn es nicht möglich ist, wenn es zu teuer ist, dann wird es nicht getan. Und deswegen müssen wir eben hier umbauen. Ein Produkt, das nachhaltig ist, muss günstiger sein als eines, was neu hergestellt ist. Irgendein Paillettenshirt, das nach 1,7 Mal Tragen weggeschmissen wird, muss richtig teuer auf dem deutschen Markt sein. Und die Alternativen, Leihenteilen tauschen, Secondhand, die müssen überall erfahrbar sein, in den deutschen Innenstädten. Ich muss die sehen, ich muss die nutzen können. Und dafür müssen wir eben umbauen, dafür brauchen wir neue Infrastruktur. Ich bin auch schon. Es ist so, wir müssen das gerne vertiefen, gerne noch mal später. Ich mache ganz kurz noch weiter. Genau. Black Friday, wir wissen, dass die Alternativen genutzt werden, aber gerade an der Bevölkerung, an der aufgeklärten Bevölkerung vorbei, extrem viele Textilien neu gekauft werden. Also wir haben es gerade gehört mit Shein, das läuft nicht mal mehr über Instagram, das geht über TikTok komplett in die Kinderzimmer. Es ist normal, dass man bis zu 2000 Euro für solche Hauls ausgibt. Das wird mit Influencerinnen gemacht. Wir haben eben genau diesen Trend von Ultra-Fast-Fashion, der dran vorbeigeht. Gerade an Black Fridays, gerade an diesen Tagen, das ist... Ja, das ist Zündstoff eigentlich für die Klimakrise und genau hier muss eigentlich eingegriffen werden und dafür brauchen wir diese Umstrukturierung. Würde ich gerne ins Detail eingehen, vielleicht nachher mal, ich glaube, das schaffen wir hier nicht. Kennzeichnung auf EU-Ebene hatten wir gerade noch mal. Ich sehe das als absolut notwendig. Ich glaube, nur wenn wir eine klare Kennzeichnung im Textil haben, aus was es besteht, wie es hergestellt wurde, sind einmal die Konsumentinnen in der Lage zu entscheiden, wie wir es ja auch bei den Elektrogeräten hatten, ist es denn AA+ oder ist es schlechter hergestellt. Aber das Wichtigste, was wir gerade sehen in der Alttextilbranche, es kann nicht recycelt werden, einmal, weil sie nicht recycelfähig designt wurden, aber auch, weil ich nicht sehe, was drin ist. Deswegen ganz klar ein Produktpass, der erklärt, aus welchen Produkten es
besteht, damit sie separiert werden können. Und wir haben in Deutschland eine der besten Sortiermöglichkeiten für Textilien, bis zu 27 verschiedene Fraktionen. Da ist eigentlich nur noch die Niederlande vor uns in Europa. Und am Ende werden sie exportiert, weil ich nichts damit anfangen kann. Also das Problem muss eigentlich schon so sein, dass wir eine Art, wir brauchen eigentlich ein System wie das duale System für Textilien, eine Textilsteuer. Wenn sie auf den deutschen Markt kommen, müssen schon Gelder erhoben werden, damit sie am Ende zurückgenommen werden und recycelt werden. Wir sind längst an dem Punkt vorbei, dass eine Textilspende in dem Altkleidercontainer noch etwas Gutes ist. Das ist nichts anderes als Müll, den wir weggeben. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis wir dafür bezahlen müssen. Und diese Wende findet jetzt statt. Die Städte legen jetzt schon ihre Altkleidercontainer weg, weil eben sich das keiner mehr leisten kann, weil das Problem so nicht funktioniert. Transparenz ist der erste Schritt, den wir brauchen. Noch mal kurz zu Herrn Kraft. Aber bitte ganz kurz. Okay. Dann würde ich zu Frau von Dewitz ja rüberschwenken wollen müssen. Ich nehme auch nur einen Teil davon. Sie sagten, REACH reicht nicht, aber trotzdem will ich es stärker haben. REACH ist europäische Chemikalienverordnung, war die erste, die überhaupt in Europa, Greenpeace hat auch sehr lange dafür gekämpft und arbeitet auch in den Prozessen, dass wir überhaupt erstmal eine Normierung haben. Vorher hatten wir Phthalate, giftige Weichmacher in Kinderschnullern. Das heißt, hier ist das erste Mal so eine Regulierung gekommen. Das Problem ist aber, dass sie nicht sanktioniert wird. Wir haben jetzt das Problem eben, wie wir durch unsere Studie der Shein-Textilien belegt haben, dass wir auf dem Markt einfach ohne Kontrollen über 15% der Textilien über diesen REACH-Norm haben. Und es findet keine Sanktionierung statt. Das heißt, sie muss sanktionierbar werden. Und der zweite Punkt ist, wir brauchen eine grundsätzliche Erweiterung dieser REACH-Norm. Im Moment ist es eine Art Endproduktkontrolle. Also ein Produkt, das auf dem europäischen Markt ist, soll bitte nicht mehr umwelt- und gesundheitsschädlich sein. Der Schnuller ist ein gutes Beispiel, es ist das Textil. Ihre Jacke soll bitte bei Ihnen keinen Krebs verursachen. Ich fordere ein, dass sie auch vor Ort mit keinen Chemikalien überhaupt in Berührung gekommen ist, die Menschen in Indien, China und Bangladesch mit diesen Chemikalien in Berührung bringt. Das heißt, sie muss also hier erweitert werden. Und der nächste Punkt, als Chemikerin widerspreche ich Ihnen vehement bei dem Punkt, dass wir keine Chemikaliengruppen reglementieren müssen. Kontergan ist ein ganz komplizierter, also als Pharmazeutin können wir da auch noch mal ins Detail gehen, wo Kontergan und wie es wirkt. Das machen wir nicht heute. Wir wissen aber, dass wir Gruppen wie Nonylphenole, egal wie viel kettig sie sind, dass sie krebserregend sein können, dass sie hormonell verändernde Strukturen haben. Hier zu warten, bis ich gerade mal Studien habe, ob das 5- oder 6-kettige jetzt doch bitte auch noch krebserregend ist, das ist eine Katastrophe. Wir haben in Europa das Vorsorgeprinzip in der Umweltpolitik. Und das bedeutet, wenn ich nicht belegen kann, dass etwas nicht umwelt- und gesundheitsschädlich ist, darf es gar nicht mehr auf den Markt kommen. Und es ist klar, dass ich so eine Gruppe dann auch bitte komplett rausnehme. Ich könnte noch ins Detail gehen. Vielen Dank. Ja, gerne später. Ich weiß, wir werden Gelegenheiten schaffen, es weiter zu vertiefen. Ganz herzlichen Dank für die umfassenden Antworten. Ja, Frau von Dewitz, eine ganze Reihe Fragen richteten sich auch an Sie. Okay, ich gebe mein Bestes. Ich wollte einmal noch einschlagen beim Beschwerdemanagement, denn die Textilbranche hat den großen Vorteil, dass es hier schon einen ganz tollen Standard gibt. Die Multi-Stakeholder-Initiative Fair Wear, zu der wir auch gehören, die hilft dabei, alle Produktionsstätten zu auditieren und Beschwerdemechanismen zu etablieren. Das heißt, die Mitarbeiter in Produktionsfirmen, in asiatischen, können sich da in Landessprache, in einfacher Sprache, anonym, telefonisch, direkt bei Fairwear beschweren. Und die Marken müssen das nachverfolgen und werden danach bewertet, wie gut sie dieser Beschwerde gefolgt sind und das geholfen haben, auszuräumen. Ich stimme meiner Kollegin von Greenpeace sozusagen in allen Punkten zu, bis auf den einen, der ganz zum Schluss kam. Das geht jetzt auf die nächste Frage mit den synthetischen Fasern. Als Chemikerin widerspreche ich Ihnen. Hallo? Können Sie mich hören? Ja, ja, Sie können weitermachen. Das war nur ein Ton hier im Raum. Okay. Wir haben uns den Science-Based Targets verpflichtet. Das heißt, wir haben uns dem Ziel verpflichtet, dass wir unsere Emissionen soweit den Klimaziel von 1,5 Grad im Pariser Klimaziel unseren Beitrag leisten. Wir haben 2 Jahre dafür eine Klimabilanz weltweit erhoben und haben festgestellt, okay, 70% unseres Klimafußabdrucks ist in den Energien quasi vor Ort in Asien, in den Produktionsstätten, 30% in unseren Materialien. Und seither stellen wir Stück für Stück alle Materialien auf recycelt oder biobasiert um. Am Anfang viel stärker noch auf biobasiert, inzwischen nur noch in Ausnahmefällen, weil wir die Feststellung gemacht haben, okay, es macht für uns viel mehr Sinn, auf recycelte Materialien umzustellen. Denn bei biobasierten Materialien habe ich die Flächennutzung, die weltweite. Ich habe die Gentechnik mit drin, die unheimlich schwer ist nachzuverfolgen. Ich habe eine Konkurrenz mit Ernährungsthemen.
Ich habe eine Schwierigkeit darin, das dann wieder zu recyceln. Ich habe hohe Chemikalieneinsätze in biobasierten Themen wie Baumwolle etc. Das heißt, wir nutzen bereits vorhandene Ressourcen, die da sind, die also quasi, wo der hohe Energieaufwand einmal schon gebracht wurde, und versuchen, den Kreislauf zu führen. Beispielsweise setzen wir recycelte Altreifen auch ein. Also wir werden nicht umschwenken, alles auf biobasiert. Macht weltweit keinen Sinn aus unserer Perspektive. Dann war die Frage nach dem Preis und der Akzeptanz des Preises. Wir haben Mehrkosten, wir haben es mal über den Daumen gepeilt. Wir haben vielleicht mit der ganzen Transformation unserer Lieferketten, die wir seit 15 Jahren betreiben, sozial und ökologisch, Mehrkosten von 10-15%. Davon können wir vielleicht 5-8% weitergeben. Langsam steigt so ein bisschen das Preisbewusstsein, langsam wird es ein bisschen leichter, aber es ist immer noch so, dass die Kosten eigentlich das übersteigen, was der Kunde bereit ist zu zahlen. Das ist schwierig und deshalb habe ich am Ende ja auch betont, es ist immer noch ein Pionierweg. Du musst wirklich deine ganze Marke danach ausrichten, du musst unheimlich ganzheitlich arbeiten, dass du das dann in die Marke hebst und dass du dann darüber quasi in höheres Wachstum kommst, um es damit zu finanzieren. Es ist noch nicht der Weg, den man mit Leichtigkeit als Marke machen kann. Deshalb brauchen wir politische Rahmengebung und Unterstützung, dass mehr Unternehmen diesen Weg gehen. Ich sollte einen Überblick geben über Mieten und Kaufen, also Mieten und Leasen und all sowas in der Textilbranche. Es gibt jetzt zarte Ansätze. Es gibt schon Plattformen, die das sehr erfolgreich machen natürlich. Im Outdoor-Bereich gibt es jetzt zarte Ansätze. Es ist noch ziemlich schwierig zu realisieren, denke ich, also so ist unsere Erfahrung, denn diese Prozesse aufzusetzen, wo man die Ware zurücknimmt, die wieder aufbereitet, ausrüstet, das sind alles Mehrkosten, die da entstehen, die dann vor allem eben Sinn machen, wenn eben geringere Mehrwertsteuersätze auf Bekleidung ist, die Secondhand ist oder die, genau. Das würde dem viel mehr Drive verleihen. Ansonsten, ich habe hier nur mir noch aufgeschrieben zu erwähnen, ich glaube, das war die Frage so nach sonstigen Bemühungen der Textilbranche. Es gibt viele engagierte Textilunternehmen, oftmals werden aber vor allem die Lobbyverbände gehört, die doch sehr viel protektionistischer sind, als es dann die Realität abbildet in den einzelnen Unternehmen. Also oftmals sind die einzelnen Unternehmen viel weiter, haben erkannt, dass es eigentlich Zukunftsdisziplinen sind und wollen sich auf den Weg machen. Was man politisch, glaube ich, am meisten hört, sind die sehr protektionistisch veranlagten Lobbyverbände, die dann häufig eben als Stimme zu hören sind, dass doch das alles viel zu starke Forderungen sind und überhaupt nicht erreichbar ist. Deshalb haben wir uns eben auch einen Weg gemacht, Bundesverband Nachhaltiges Wirtschaften, um zu zeigen, nein, das ist genau das, was wir brauchen. Denn erst das hilft, dass viele Unternehmen auf diesen Weg gehen, dass viele Unternehmen zusammenarbeiten können, dass wir insgesamt die Kosten senken können und schneller vorankommen können. Das Recht auf Reparatur wurde ich gefragt, wie das funktionieren kann. Also ich kann nur sagen, wie es bei uns funktioniert. Zum einen, indem es leicht reparierbar ist. Das Beispiel mit den Reißverschlüssen war so gemeint, dass es dann eben nicht 1,5 Stunden dauert, diesen Reißverschluss auszutauschen, sondern nur noch eine 3/4 Stunde. Aber solche Reparaturen machen wir in unserer Reparaturwerkstatt für den Kunden. Unsere Videos, die wir zeigen, sind da, wie ich zum Beispiel einen Reißverschluss wieder gängig bekomme, wie ich eine Schnalle austauschen kann und andere leichte Reparaturtätigkeiten. Um das zu erleichtern, haben wir nicht nur Videos, sondern kooperieren wir auch mit den Repair-Cafés in Deutschland, sodass da auch unsere Ersatzteile leicht zu bekommen sind und die Videos verfügbar sind. Dann war die Frage, glaube ich, nach der Biobaumwolle, wie das denn ist, es gibt Standards und es gibt gute Standards und bei der Biobaumwolle ist es GOTS. GOTS, wenn das draufsteht, dann kann ich sicher sein, dass es sowohl umwelttechnisch als auch sozial gut hergestelltes Produkt ist. Wenn da einfach nur dasteht, es ist mit Biobaumwolle, dann weiß ich eigentlich so gut wie gar nichts und kann dem Produkt auch nicht wirklich vertrauen. Die verpflichtende Bewertung zu Energieverbrauch und Produkt. Ich finde alles gut, was uns als Hersteller auffordert, immer tiefer zu gehen und auch nach außen transparent zu zeigen, was für Inhaltsstoffe, was für Energieverbräuche etc. im Produkt drinstecken, um das auch dem Konsumenten zu vermitteln. Je mehr das verpflichtend wird, desto leichter wird es sozusagen, diese Daten zu erheben. Momentan ist es noch ziemlich aufwendig. Also wir haben tatsächlich 2 Jahre gebraucht, um unsere weltweite Klimabilanz zu erstellen. Und ich glaube, wir sind einer der wenigen überhaupt, die sowas überhaupt schon haben, der wenigen Textilmarken.
die billigen Preise. Ja klar, wenn ein T-Shirt 1 Euro kostet, 3 Euro kostet, dann in meiner Welt kann das nur auf Ausbeutung stattfinden. Das drückt es auf jeden Fall nicht aus. Momentan ist es immer noch so, dass eben Bekleidung nicht die wahren Kosten widerspiegelt und dass es eben teurer ist, nachhaltig ihre Bekleidung herzustellen. Es ist dennoch kein Nischenbereich, denn das ist ja genau die Schwierigkeit. Wir haben ja keinen Bio-Supermarkt für Outdoor-Bekleidung, sondern wir sind ja 1:1 neben den konventionellen Marken und wir können uns nicht aus dem Preisgefüge bewegen. Das heißt, diejenigen, die nachhaltig wirtschaften, die nachhaltige Bekleidung herstellen, müssen das so schaffen, und es ist wirklich ein Kraftakt, dass trotzdem die Preise in dem Preisspektrum drin sind, das der Konsument gewöhnt ist. Der kommt immer noch nicht her und sagt, ah ja, nachhaltig zahle ich 20% mehr. Das heißt, wir brauchen da politische Unterstützung, damit das überhaupt einen Drive kriegt und dass sich mehr Marken auf diesen Weg machen. Dann war die Frage nach unserer Produktion. Da war es wohl missverständlich. Also wir machen 20% in Europa, 80% in Asien. Also wir sind so ziemlich ein Spiegel der Realität der Textilwirtschaft global. Da findet nun mal 80-90% der Produktion in Asien statt. Wir haben 10% davon am Standort. Das ist auch stark angewachsen bei uns. Warum ist es so? Warum ist es in Asien und nicht bei uns? Ich würde sehr gerne in Europa produzieren. Aus mehreren Gründen ist es nicht möglich. Ich habe mein Bestes gegeben. In unserem Bereich gibt es die Produktionsstätten schlichtweg nicht. Wenn es dann doch vereinzelt Produktionsstätten gibt, dann ist dennoch die gesamte Wertschöpfungskette in Europa, in Asien, das heißt die Materiallieferanten, die Farbstofflieferanten, die Chemikallieferanten, die Faserlieferanten, die Maschinenlieferanten etc. alles in Asien. Es reicht also auch nicht, jetzt sozusagen einzelne Produktionen zurückzuholen. Plus, dann kommt das Problem dazu, das vorher schon genannt wurde. Es gibt hier auch nicht die Arbeitskräfte, die willens sind, im Textilbereich zu arbeiten. Wenn ja, dann ist es immer noch so, wenn ich eine Outdoor-Jacke in Europa oder in Deutschland herstelle, ist die ca. 100% teurer, als wenn ich es in Asien herstelle. Dadurch, dass wir hier keine wahren Kosten abbilden im Bekleidungsbereich, ist das einfach nicht möglich. Warum fordere ich reduzierten Mehrwertsteuersatz für recycelte Materialien? Ja, ganz einfach, weil recycelte Materialien, also man muss da schon den LCA angucken, den Lifecycle Assessment und die Klimabilanzen, aber generell kann man sagen, 50-60% weniger Emissionen beim Einsatz von recycelten Materialien. Deshalb fordere ich geringere Mehrwertsteuersätze, weil es weniger schädlich ist sozusagen. Aber in der Realität sind eben die Kosten für recycelte Materialien wesentlich höher, was natürlich irgendwie ein bisschen schräg ist. Mikroplastik ist ein extra Thema. Mikroplastik verfolgen wir als Brand in wirklich tiefen Forschungsansätzen, auch gemeinsam in der Vergangenheit mit dem WWF beispielsweise. Das heißt, wir haben für uns Standards schon erarbeitet, wie wir sicherstellen, dass unsere Produkte, unsere Materialien, die wir einsetzen, den kleinstmöglichen Mikrofaserausschuss haben, der überhaupt möglich ist. Spannend finde ich bei dem Thema, dass der Einsatz von biobasierten Materialien nicht automatisch bedeutet, dass da keine Mikroplastik entsteht. Denn sobald die gefärbt sind, sobald da Chemikalieneinsatz ist, verrottet da auch nichts im Meer. Das sind es auch kleine Faseranteile, die überall im Meer rumschwimmen. Also das ist auch nicht da die Lösung. Es ist einfach nicht schwarz-weiß und leicht zu lösen. Ich darf Sie bitten, allmählich zum Ende zu kommen. Es tut mir leid. Genau, ich bin auch. Nee, alles gut. Ich habe jetzt hier noch zwei Fragen drauf. Das eine ist die Lieferkette. Wie überprüfen wir das vor Ort? Wir haben ein ganzes Team. Also wir haben sowohl vietnamesische als auch chinesische Kolleginnen und Kollegen im Team, die vor Ort mit den Produktionsstätten die begleiten. Also es geht gar nicht. Man kann das nicht von hier aus alleine machen. Wir haben ein ganzes Team vor Ort, das die im Transformationsprozess, im Qualitätsprozess, im Umweltprozess begleiten und auch die Sachen mit einführen und umsetzen. Und dann die allerletzte Frage war noch Reparatur. Wie werden Kunden unterstützt? Habe ich vorher schon gesagt. Ich bin durch. Vielen Dank. Super, vielen Dank. Ja, viele Fragen wurden beantwortet. Viele sind geblieben. Ich bin sicher, wir werden das an der einen oder anderen Stelle miteinander vertiefen. Für heute Ihnen beiden ein ganz herzliches Dankeschön für Ihre vielen, vielen intensiven Ausführungen. Weiterhin gutes Gelingen für das, was Sie jeweils tun. Und ich bin sicher, das Thema wird uns weiter beschäftigen. Vielen Dank. Ich darf damit die öffentliche Sitzung schließen. Wir werden gleich die Nichtöffentlichkeit herstellen für die anschließende nicht öffentliche Sitzung des Parlamentarischen Beirates. In diesem Sinne bitte ich, dass wir nur ein, zwei Minuten unterbrechen und dann gleich weiter fortfahren. Vielen Dank.